Nee, da war ich ja jetzt gerade. Da ist der Eimer. Ich möchte aber nicht darunter. Momo, wie wär's denn? Kleiner Tipp so unter Freunden, ne? Wie wär's denn, wenn du dir einen leichteren Weg suchst? Wie man zu dir ins Haus kommt. Weil ich jetzt nämlich gerade gar nicht weiß, wie ich da hingekommen bin. Ja. Was ist das da hinten? Ich meine, das ist das Symbol von Momo. Nee, das ist die Bücherei. Ach so, ich bin so ungeschickt. Habe ich hier eigentlich noch irgendwas übersehen? So, ich möchte mich gerade ein bisschen besser hinsetzen. Oh, Entschuldigung. Sehr interessant. Das hatte ich übersetzt. Okay, hier war die Bücher. Das ist ja süß. Da ist ein Pfotenabdruck auf dem Buch. Es wirkt so special. Aber ich komme da nicht hin, das ist schade. Ja, und die Dinger willst du mir nicht übersetzen, wa? Okay, war wirklich ein bisschen doof. Da oben muss ich hin. Na komm. Nein. Oh. Mann, ich beanspruche die Katze ganz schön, gell? So. Momo, guck mal. Ich habe sogar was gefunden. Guck mal, ich habe ein Poncho. Okay, die sagen scheinbar das Gleiche, dasselbe. Das ist ja deins, ne? Ah, nee. Oh, es gehört. Dorke war wahrscheinlich ein großer Fan von Elektrik und so. Er war immer kurz davor, eine große Entdeckung zu machen. Oh, du hast die Notizen von Clementine gefunden. Sie war wirklich mutig, weißt du? Die furchtloseste Person, die ich je getroffen habe. Warte, du hast tatsächlich alle Notizbücher meiner Freunde gefunden? Irgendwie nicht, weil 2 von 4, 3 von 4. Ich verstehe das nicht so ganz. Oh, was ist das für eine Notiz? Der Sendeempfänger kann repariert werden? Das ist ja unglaublich. Ah, oh, guck mal, wie happy er ist. Das bedeutet, dass wir auch außerhalb des Slums kommunizieren sollten. Kommunizieren könnten sollten. Tut tun. Clementine, Zabal
Tasa. Ach, wer hat denn diesen Namen ausgedacht? Hat da einer einfach mal mit der Faust auf die Tastatur gehauen. Doc, es tut mir leid, dass ich an eurer Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde einen Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Danke, vielleicht finden wir für dich einen Weg nach oben. Jetzt lass uns diesen Schrotthaufen von einem Sendempfänger reparieren. Nein, ich wollte. Da hing ein Bild. Da habe ich nicht dran gedacht zu gucken. Hey, voila! Es ist fertig. Es funktioniert. Kommt doch fast dasselbe raus. Komm mit mir. Ah, guck mal. Wer von euch ist Clementine, Doc und Zalbazar? Ich nenne jetzt Zalbazar. Da hatte schon damals diesen Regenbogenbildschirm. Also wenn das jetzt kein Design-Choice ist, ne? Hätte ich jetzt gesagt, sein Display hat einen Defekt. Da oben. Siehst du das Gebäude hoch über den anderen? Wenn du den Sendempfänger ganz oben auf dem Turm installierst, sollten wir mit der ganzen Stadt kommunizieren können. Du weißt schon, ich bin eine Katze, ne? Ich kann nichts installieren. Ich kann ihn da hinstellen. Vielleicht. Ist aber sehr groß und er wirkt relativ schwer. Naja gut, B12 könnte den vielleicht digitalisieren. Aber ich kann ihn nicht installieren. Installieren heißt, ich muss ihn irgendwo anschließen. Meine Freunde könnten noch da draußen sein. Wenn es einen Fluchtweg gibt, werden sie davon wissen. Neuen Gegenstand errungen. Du bist der Einzige, der klein und schnell genug ist, um den Zirk zu entkommen. Wir brauchen dich, kleiner Außenweltler. Bring uns den Himmel. Nun. Soll ich wirklich schon gehen? Ich habe den Eindruck, ich habe noch nicht alles gefunden. Ich weiß nicht mal, ob ich alle Musik habe. Na gut, ich werde vermutlich nicht gleich gehen, aber... Ich gehe jetzt sowieso erstmal raus, aber trotzdem. Wie einfach das Fenster zugemacht hat. Der Olle. Der Olle Momo. War das jetzt eine gute Idee? Ich hoffe, ich komme wieder zurück. Dächer. Ich denke, ich werde ja wieder zu Momo zurück müssen, um ihn zu sagen, um ihn... Um ihm zu sagen... wenn ich fertig bin, ne? Wow, ich habe richtig geslidet. Hilfe! Wenigstens können die nicht springen.
Hey, die können springen. Aber nicht hier hoch. Das ist teilweise echt interessante Musik, Auswahl. Die Stadt ist voller Neon. Das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein. Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf, alle an, in ihren Häusern jede Menge Lichter anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Uns fehlt eine Memory zwischendrin. Komme ich da hoch? Einfach über den Zaun. Oder war das jetzt nur, war vielleicht nur für die Memory? Huch! Nah genug. Eieiei. Bisschen was von Dead Space, ich weiß auch nicht. Weil das so nach Fleischgewebe aussieht, glaube ich. Frag mich, ob ich tatsächlich irgendwie wieder zurückkomme. Türhecken, ja klar. Oh. Was macht denn die Maus da? Geh mal weg. Das kriege ich gar nicht aus dem Spiel. Naja. Na komm. Okay, ich bin hier. Fairer Checkpoint.
Okay, da drüben ist auch so ein Heckding. Okay, so macht man das. Ich verstehe. Ich finde es interessant. Warum hat er jetzt Vibration wieder eingestellt? Ja. Ich würde sagen, obwohl ich das ausgestellt habe, vibriert es, aber es war an oder ich habe es versehentlich angestellt und nicht ausgestellt. Alter, was ist das denn? Jungs, ihr seid ein bisschen nervig. Quietsche. Was erinnert mich das? Also abgesehen von Dead Space. Inside? Nee. Ein Indie-Titel. Ich weiß aber nicht genau. Ich glaube, an Stasis so ein bisschen auch. Das macht mir nichts. Momo, bist du sicher, dass das safe ist? Wo muss ich denn hin? Da kann ich nicht hoch. Ich muss das wecken, weil ich an die Tonne ran muss. Neko! Neko-Korb! Sie waren für die Abfallwirtschaft zuständig.
Als der Müll aus der oberen Etage des Dams überflutete, versuchten sie, ein Bakterium zu entwickeln, das alles auflöst. Nachdem die Menschen verschwunden waren, mutierte das Bakterium. Sie wuchsen und fraßen weit mehr als nur Müll. Und jetzt haben wir Zergs. Los geht's. Ich komme wirklich wieder in die Stadt zurück. Das wäre sonst sehr schade. Guckt euch das doch mal an. Okay. Wer denn ist hier? Also. Ah! XXX! Mach die Tür zu! Was denn eben? Das sind deutlich weniger. Was ist denn der Rest hin? Wo muss ich hin? Erst einmal weiß ich gar nicht, wo ich hin soll. Ich hätte irgendwas machen? Nee. Sehen wirklich aus wie so Baby-Headcrabs. Was mache ich denn jetzt? Geht's definitiv nicht weiter. Ich kann da runter, aber warum?